So, willkommen bei CSA Automotive, Projekt Golf 8 GTI. Lang genug war bei uns rumgestanden, jetzt kriegt er endlich seine Plastikkleidchen. Und diesmal Seitenscheibenblende, das ist ja fast Premiere, ne? Oder haben wir das am 5-Türer normal Hatchback schon mal gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Wäre hier sozusagen mal ein Versuch wert. Bin mal gespannt, wie das Ganze am Schluss ausschaut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet. Wir könnten das ja dann auch letztendlich für andere Fahrzeuge erweitern. So, ja, hier Trägerband und so weiter schon vorbereitet. So, also nochmal kurz checken, Passform checken. So, das fummeln wir hier so gerade so rein. Passt eigentlich gut soweit. Ja, eigentlich könnten wir es schon dann fast wegziehen. Aber vorher natürlich noch ordentlich sauber machen, das ist wichtig. So, Thema Seitenscheibenblenden, da haben wir jetzt einiges erweitert. Da gibt es jetzt sehr viele Anwendungen und das erfreut sich immer größerer Beliebtheit, oder? Ja. Also ich muss schon sagen, gerade so für die Coupés, klar, da ist es natürlich am knackigsten. Oder eben so Fahrzeuge wie Supra und so, da kommt es natürlich schon mega. Kommt gut an. So, und jetzt die Schutzfolie natürlich nicht vergessen. Ich muss sagen, passt. Passt zu dem Auto. Eine gelungene Sache. Stimmig. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir da noch mehr entwickeln sollen für diese Art von Fahrzeugen. Und ja, mein Geschmack ist natürlich immer eine Ansichtssache. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall ein schnelles und cooles Gimmick. Können wir mal von innen noch schauen, wie das eigentlich ausschaut. Ah, ist gar nicht so wild, ne? Macht das Auto auch gar nicht so dunkel. Ich glaube, wir haben eh keine dunkle Scheiben, ne? Nee. Nö, nur dann passt sowieso. Ist doch cool. Optimal. So, also vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht weiter mit weiteren Anbauteilen. Dranbleiben. Projekt Golf 8 GTI vor Facelift. Bis bald. Schöne Zeit. CSR. We'll be right back.